In einem ausgeglühten Panzerschrank findet man 1945 eine Filmrolle. Es sind Aufnahmen von der letzten Fahrt der Kettenschlepper auf dem Neckar. Bis 1938, fast 60 Jahre, fuhren die Neckaresel, wie die Schlepper im Volksmund hießen, die Strecke zwischen Mannheim und Heilbronn. An einer einzigen Kette zogen sie sich entlang, die bergwärts und die talwärts fahrenden. Und wenn sie sich begegneten, wurde es außerordentlich kompliziert. Es ist bekannt, so liest man in einer Schrift aus dem 18. Jahrhundert, es ist bekannt, wie viel Segen schiffbare Ströme den Ländern bringen, welche sie durchfließen. Und wie manchen Nutzen sie schaffen, besonders zu desto bequemerer Fortsetzung von Handelsschaften, durch deren glücklichen Fortgang die Anwohner vor anderen glückselig werden. Nirgends floriert der Handel besser, als wo schiffbare Ströme sind. In Mannheim, wo der Neckar in den Rhein mündet, floriert der Handel seit Jahrhunderten. Hier war auch Endstation für die Kettenschleppzüge vom Neckar. Schon damals spielte der Mannheimer Binnenhafen eine wichtige Rolle. Heute gehört er zu den umschlagstärksten in Deutschland. Etwa 9000 Schiffe werden jährlich be- und entladen. Die Güter, Kohle, Erdöl, Gase, Baustoffe, Steine, Erde, Nahrungsmittel, Futtermittel, Erze, Metallabfälle, chemische Erzeugnisse, Fahrzeuge, Maschinen. Umschlagplatz der großen Büchsen. Ein Containerterminal von 650 Metern Kailänge. Per Bahn oder LKW gelangen sie ans Ziel. Der Mannheimer Hafen umfasst vier Gebiete von insgesamt 54 Kilometern Länge. Eine Stadt für sich. Güterverteilzentrum mit Schleusen, Hafenstraßen, einem verzweigten Gleisnetz, Lagersilos, Lagerhäuser. Der Ro-Ro-Terminal. Ro-Ro bedeutet Roll-on, Roll-off. Hier gelangen nur rollende Güter aufs Schiff. Mähdrescher werden eingeparkt, ohne Pause. Der Frachter Dynamica fährt fahrplanmäßig. Jede Woche die Strecke Mannheim-Rotterdam und zurück. 40 Stunden dauert es bis zum holländischen Hafen. Etwas länger als auf der Straße. Die Kosten sind jedoch, verglichen mit Bahn und LKW, nur halb so hoch. Im Industriehafen riesige Getreidemühlen. Per Schiff, Bahn oder LKW kommt das Korn aus Frankreich, dem Oberrhein oder Unterfranken, wird an Ort und Stelle gemahlen, verpackt und an die Kunden verschickt. Auch er wird im Hafen zermahlen, beziehungsweise zerschreddert, bevor er auf einem Frachtschiff den Hafen verlässt. Die pfälzischen Mühlenwerke entstanden hier um 1905. Damals hat man auch für Industriebauten gute Architekten bemüht. Von ursprünglich 9 Mühlen im Hafen sind sie als einzige geblieben. Täglich 900 Tonnen Getreide verarbeitet die größte süddeutsche Mühle. Diese Mühle ist im Bauhausstil erbaut worden. Zurzeit steht sie still. Schon im 14. Jahrhundert entstand oberhalb des Fischerdorfes Mannheim eine Rheinzollstation, die sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem stattlichen Handelshafen entwickelt hat. Von hier gelangen die Waren, auch die der Neckarschiffe, nach Holland und weiter nach Amerika. Im Neckartal waren die Straßen bis ins vergangene Jahrhundert nur teilweise ausgebaut. Viele Güter konnten nur auf dem Fluss transportiert werden.
Die Strecke Mannheim-Heilbronn entwickelte sich zu einer belebten Wasserstraße. Die Neckarschiffe wurden flussaufwärts getreidelt, das heißt, erst von Menschen, später von Pferden an Leinen gezogen. Eine unglaubliche Schinderei. Am Mast war die Treidelleine befestigt. Oft wechselte der Leinpfad von einem Ufer zum anderen. Pferd und Reiter durchquerten an flachen Stellen das Wasser. Bis zu 20 Mal von Mannheim bis Heilbronn. Eine 115 Kilometer lange Strecke, für die man je nach Witterung 6 bis 8 Tage brauchte. Auch Postschiffe wurden getreidelt. Ab Heidelberg verkehrten sie, beförderten Personen und Waren zu festgelegten Preisen. Die Wasserstraße Neckar wirkt an manchen Tagen wie leergefegt. Ab und zu ein Frachter. Fast geräuschlos bewegt er sich vorwärts. Er fährt talwärts, Richtung Mannheim. Bergwärts kommt das Containerschiff Jakob Götz. Es hat vor 58 Stunden Rotterdam verlassen. Zielhafen ist Stuttgart. Rund um die Uhr wird gefahren. 4 Mann Besatzung. 2 davon lösen sich am Steuer ab. Wir begleiten den Frachter auf der Linie Heidelberg-Mannheim. Die Strecke, auf der 57 Jahre lang Schlepper an der Kette fuhren. 48 Container sind an Bord. 96 wären hier zulässig. Ein Teil dieser Büchsen sind leer, werden in Stuttgart für die Talfahrt nach Rotterdam beladen. Mit Computern, Kleidung, Chemikalien, auch Altpapier. Deutschland ist ein Exportland. Diese romantischen Burgen mussten im 12. und 13. Jahrhundert Fronpflichtige bauen. Auch Schiffer waren darunter. Für Raubritter waren Wasserstraßen ideal. Hier in dem ehemaligen Schifferort Neckarsteinach stehen gleich 4 solcher Burgen. Unser Containerschiff hat Gäste, Herren vom Schifferverein Eberbach. Sie sind zu Hause auf dem Neckar, kennen jede Biegung, jedes Schiff. Kennen auch die Problematik der heutigen Frachtschifffahrt und wissen vor allem, wie es früher war. 2 von ihnen sind hier am Fluss geboren, sind als 14-Jährige aufs Schiff. Da war alles noch anders. Der Neckar, ein unberechenbares Gewässer. Da gab es auch diese Schleuse noch nicht. An der Neckarsteinacher Schleuse wartet noch ein Herr auf uns. Ein alter Schiffer, Friedrich Götz, Seniorchef der Neckar-Reederei Götz, zu der auch unser Containerschiff gehört. Der Großvater Johann Friedrich Götz, Metzgermeister und Adlerwirt, betrieb zusätzlich die im Ort übliche Steinschifffahrt. Wie sagt man da jetzt? Willkommen an Bord. Bis zum Bau der Staustufen galt der Neckar als wildester deutscher Fluss. Mit starkem Gefälle, vielen Stromschnellen, einer geringen Wassertiefe, die ständig wechselte. Die Schiffer hatten mit Niedrig- und Hochwasser, mit Frost und Eisgang zu kämpfen. Oft war der Schiffsverkehr monatelang lahmgelegt. Als um 1820 auf anderen Flüssen die Dampfschifffahrt eingeführt wurde, musste auf dem Neckar immer noch getreidelt und geflößt werden. Bei oft nur 50 cm Tiefgang hatten schwere Dampfmaschinen keine Chance. Nur kleine Dampfer zur Personenbeförderung konnten verkehren. Der Anblick Hirschhorns hat sich seit dem 16. Jahrhundert kaum verändert. Gelebt haben die Menschen vom Fluss. Wer Schiffer war, war auch Fischer. Landwirtschaft gab es wenig an den schmalen Ufern. Neben der Treidelschifffahrt florierte auch die älteste Form der Schifffahrt, die Flößerei. Jährlich trieben über 1000 Flöße den Neckar hinab. Außer Holz und Steinen beförderten sie auch lange Zeit Personen.
eine gefährliche Angelegenheit und wie das Treideln längst zu langsam und schwerfällig geworden. Die Flusskanalisierung war anvisiert, aber noch nicht begonnen worden. Der Fortschritt schien über die Neckarschifffahrt hinwegzugehen. Das endgültige Aus drohte jedoch durch die Erfindung der Eisenbahn. Heilbronn stand als Handelshafen vor dem Dornröschenschlaf. Auf anderen Flüssen wurde erfolgreich eine Erfindung aus Frankreich eingesetzt. Ein Schlepper an der Kette, er konnte auch bei Niedrigwasser fahren. Auf ihn setzten viele ihre Hoffnung. 1877 wurde endlich eine Konzession für Kettenschlepper erteilt, nachdem Heilbronn jahrelang dafür gekämpft hatte. Die Schiffskörper baute eine Werft in Neckarsulm. Die Maschinen kamen aus Dresden. Nachdem die 115 Kilometer lange Kette im Flussbett lag, fuhr 1878 der erste Kettendampfer auf dem Neckar. Die alte Wasserstraße lebte wieder auf. Die Schiffer hatten wieder Arbeit. Hier in Eberbach gab es kaum eine Familie, die nicht von der Schifffahrt abhängig war. Sogar eine Schifferschule hatte Eberbach. Neckaresel nannten sie damals die Kettenschlepper wegen des Lärms, den sie machten. Passierten sie einen Ort, liefen alle zusammen, um das Kuriosum zu bestaunen. Die Schleppschifffahrt habe ich noch erlebt, als achtjähriger Bub. Und zwar, wenn dann dem Kettenschleppzug das Schiff meines Vaters im Anhang war, dann durfte ich mit meinem Vater zu das Kettenboot fahren. Er hat dann den Schlepplohn bezahlt und ich war dann mit dem Kapitän und dem Vater im Kapitän seinem Büro, der Vater bezahlt hat. Dann hat auch der Kapitän mir den Schlepper innen gezeigt, wo die Kessel waren, die Feuerungsanlage, wo die Dampfmaschine waren und so weiter. Hat man auch die Kabine gezeigt. Als kleiner Junge, 14 Jahre alt, ne, da bin ich in Eberbach an Bord gekommen, ne, und habe dann die ganze Dings mitgemacht, 2,5 Jahre auf dem Neckar. Ne. Bin dann auch gefahren von Neckarhause, ging es mit dem Schlepper los, ne, und wir sind dann gefahren bis Kochendorf. Ne. Und als Kinder haben wir da am Neckar immer zugeguckt, wenn die zu Tal und zu Berg kamen, waren sehr laut. Und es war früher für die Kapitäne der Kettenschlepper überall an verschiedenen Engen vorgeschrieben, Signale zu geben. Das ganze Neckartal hat getut, tut, 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 tut. Und da wusste man schon, aha, da kommt wieder einer von unten. So kam mit dem Fortschritt auch der Lärm. Den Schiffern war es recht. Die anstrengende, menschen- und pferdeschindende Treidelschifffahrt hatte ein Ende. Zudem fuhr man schneller. Statt 5 bis 8 Tage von Mannheim bis Heilbronn waren es nur noch 2 bis 3. 57 Jahre fuhren die Schlepper an der Kette. Die letzte Fahrt hat ein Unbekannter gefilmt. Ein Ingenieur ist zugestiegen. Er will sich wohl die denkwürdige Reise nicht entgehen lassen. Lange wird der Fährmann nicht mehr übersetzen. Seit Jahren betreibt man nun am Neckar den Ausbau zum Großschifffahrtsweg. Motorgetriebene Schiffe sollen dann die Neckaresel ablösen. Doch ein letztes Mal die komplizierte Prozedur einer Begegnung zweier Schiffe, die an ein und derselben Kette fahren. Langsam, mit nur 4 Stundenkilometer, zieht sich der Schlepper bergwärts. Badende konnten die Kette auf dem Grund liegen sehen, so klar war das Wasser. An derselben Kette fährt ein anderer Schlepper talwärts. Sobald der zu Tal fahrende das Signal des Entgegenkommenden hört, muss er seine Fahrt unterbrechen, um den Bergwärtsfahrenden vorbeizulassen. Dazu muss er sich von der Kette lösen und am Ufer Anker werfen. Ein langwieriges Manöver beginnt. Das Prinzip ist ähnlich dem der Eisenbahn. Statt der Schiene ist hier die Kette. Sie wird aus dem Wasser gehoben und läuft über 2 Trommelwinden, die von einer Dampfmaschine angetrieben werden. Am anderen Ende des Schiffes gelangt sie wieder ins Wasser.
Diese Anleger sind an beiden Bootsenden. Nebenbei hat unser unbekannter Kameramann schwimmende Felsbrecher und Bagger ins Bild gesetzt. Die Kanalisierung ist bald beendet. Alle 500 bis 800 Meter war ein Schloss an der Kette, das zu öffnen war, damit der talfahrende Schlepper sich aus der Kette ausfädeln konnte. Nass waren die Glieder und schwer. Bis zu 11 cm lang und 2,5 cm dick jedes Glied. Über 1 Million davon lagen im Fluss. Sie mussten immer wieder ausgewechselt werden. Die Abnutzung durch den von der Strömung getriebenen Sand und die Kieselsteine war enorm. Auch verlängerte sich die Kette durch die starke Beanspruchung und musste immer wieder gekürzt werden. Dieses Ausfädeln war zeitraubend und nicht ungefährlich. Besonders in den Anfängen, bevor Felsen und Steine ausgeräumt waren und die Fahrrinne vertieft wurde, gab es häufig Havarien. Gelegentlich sind auch Kettenschlepper gesunken. Im Laufe der Jahre wurden die Männer immer geschickter. Jeder Handgriff hat gesessen. Gleich ist der Taldampfer aus der Kette. Bevor der Bergschleppzug seine Fahrt fortsetzen kann, muss er dem Talfahrer die provisorische Kette überreichen, damit sich dieser wieder anschließend in die große Flusskette einfädeln kann. Das Ganze dauert für den Bergschlepper etwa 20 Minuten, für den zu Talfahrenden fast eine Stunde. Sechsmal fand auf der gesamten Strecke dieser Kettenwechsel statt. 45 Meter war so ein Schlepper lang und 6,5 Meter breit. Er konnte vor- und rückwärts fahren. An Bord waren außer dem Kapitän zwei Maschinisten, ein Steuermann, zwei Bootsleute, zwei Heizer. Auch nachts wurde gefahren, obwohl es laut Neckarpolizeiordnung nur bei Mond- und Sternenhelle erlaubt war. Aber wer hat schon kontrolliert? Ein 36-stündiger Dienst bis hin zur völligen Erschöpfung war nicht unüblich. Schließlich musste man mit der Eisenbahn konkurrieren. Von Anfang an war die Kettenschleppschifffahrt als Zwischenlösung gedacht. Als 1921 die Neckarkanalisierung einsetzte, schleppten die Kettenboote für deren Baustellen so viele Frachtkähne wie nie zuvor. Damit besiegelten sie ihr eigenes Ende. Nun ist auch der Taldampfer wieder an der Flusskette. Mit 11 Stundenkilometer setzt er die Fahrt fort. Während der ganzen Jahre sind die 7 Schlepper, die auf dem Neckar fuhren, kaum verändert worden. Zum Schluss sollen sie sehr gebrechlich gewesen sein. Erhalten wurde keiner. Nur Bilder erinnern an sie und Erzählungen. Ja, wenn zum Beispiel die Kette gebrochen ist, dann wurde dann von der Bugseite vom Kettenschlepper wurde beiderseits ein Anker geworfen. Und der Anker war dann am Draht fest. Und der Draht war dann im Mittelschiff vom Kettenboot fest. Sodass, wenn die Anker geworfen worden sind, die gleich gehakt haben. Und der ganze Zug, der kam dann zum Stehen. Und wenn dann die Kette wieder gefischt worden ist, da musste von jedem Schiff ein Mann mitgehen in den großen Enker nachher, um die Kette zu suchen. Wenn die Kette gefischt war, dann wurde an die Kette ein Drahtseil angestochen und das Drahtseil wurde dann hergebracht zu dem Kettenschlepper. Dann wurde die Kette wieder zusammengefliegt mit einem Notglied und der Schlepper konnte wieder weiterfahren. Es war aber meistens ein Aufenthalt von 3-4 Stunden. Ja, eine sehr unfallträchtige Stelle war ja unten bei Heidelberg. Hackteufel. Am Hackteufel, das sogenannte Steingerümpel. Da konnten sich die Schiffe nicht begegnen. Denn als ein Kettenschlepper zu Berg war, musste der Talfahrer
warten, bis der durch war. Und da kam es schon mal vor, dass sie sich doch unglücklicherweise zusammen begegnet sind. Und da kam es dann doch zu Kollisionen. Da war eine Tafel und die Tafel wurde bedient von einem Matrose, von dem Kettenschlepper. Der Kettenschlepper blieb ungefähr unterhalb von der alten Brücke liegen. Der fuhr mit dem Fahrrad rauf an die Tafel und zog an die Tafel. Und wenn die dann rot gezeigt hat, dann musste die Talfahrt wenden, musste warten, bis der Kettenzug dann durch war. Ja. Und wenn der durch war, dann hat er den Matrosen, der im Land stand, wieder mitgenommen. Und wenn der Kettenzug vorbei war, dann konnte der Talfahrer wieder wenden, konnte zur Tal weiterfahren. Anders ging es nicht. Also mit dem Fahrrad, sagt Herr Götz, ne? Vorher sind sie halt gesprungen, ne? Die Schiffsjungen, die waren ja flink. Ne? Deutschland, so schreibt Mark Twain, ist im Sommer der Gipfel der Schönheit. Aber niemand hat das höchste Ausmaß dieser sanften und friedvollen Schönheit begriffen, wirklich wahrgenommen und genossen, der nicht auf einem Floß den Neckar hinabgefahren ist. Die Ersheimer Kapelle, ihr Ursprung geht ins 8. Jahrhundert zurück. Schloss Zwingenburg, eine Anlage aus dem 15. Jahrhundert. In den Steinbrüchen am Fluss haben die Menschen dafür Schwerstarbeit geleistet. Die Steinbrecher waren gleichzeitig Schiffer. Die südlichen Hänge des Odenwalds lieferten das Holz für die Flöße. Hier ist Erfahrung und Geschicklichkeit gefragt. An Schleusen geht's um Zentimeter. Das Schiff ist 11,40 Meter breit, die Schleusenkammer 12 Meter. Wenn der jetzt da mit dem Kopf da reinkommt, es gibt einen Stau, ne? Dann bleibt er beinahe stehen, dann muss der wieder drehen. Also keine schöne Schifffahrt mit den großen Schiffen. 4 Wochen ohne Unterbrechung fährt die Besatzung der Jakob Götz. Tag und Nacht. Statt Mond- und Sternenhimmel hilft Radar, auch bei Nebel und Sturm. Danach gibt's 14 Tage frei. 24 Staustufen sind es allein von Mannheim bis zum Zielhafen Stuttgart. Ein Höhenunterschied von etwa 160 Metern ist zu überwinden. ‚1950 wurden auf dem Neckar 3 Millionen Tonnen Güter befördert. 1990 waren es 11 Millionen. Trotz dieser Zahl kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass unsere Wasserstraßen ziemlich leer sind. Unsere Straßennetze aber aus allen Nähten platzen. Das geht so stoßweise. Manchmal kommt alle 10 Minuten einer. Und es gibt Tage, wo 3-4 Stunden gar nichts los ist. Das hängt auch damit zusammen, wie die unten wegfahren. Aber es ist auch relativ wenig zu tun. Wenn die Wirtschaft lahmt, dann lahmt vorher schon die Schifffahrt. Das wirkt sich also auf. Und dann geht die Schifffahrt an für sich ohnehin zurück. Es verlagert sich zu viel auf die Landstraße. Außer dem Baumaterial fehlt auch die Schrottfahrt, die Salzfahrt. Alles ist weniger geworden. Die Nachfrage ist geringer. Und der deutschen Schifffahrt ist es so, dass sie nach Aufhebung vom Frachtepol von der holländischen Flagge weit unterboten wird. Deshalb sieht man hier auf dem Neckar so viele Holländer. Die fahren zum billigen Preis und nehmen den Deutschen die Frachten weg. In Holland werden die Schifferkinder quasi vom Staat betreut. Die kommen in Schifferschulen, in Heime. Und das kostet so gut wie nichts, während hier voll bezahlt werden muss. Also eine Schifferfamilie mit ein paar Kindern, die kann sich das nicht leisten. Die Holländer, die bekommen vom holländischen Staat viel Subventionen, Unterstützung. Wenn einer ein Schiff kauft oder billige Kredite bekommen, zinsvergünstigte Kredite, bei uns ist alles vorbei. Sie haben es ja wahrscheinlich selber auch gemerkt heute auf dieser Fahrt, wenn Sie mal den Neckar betrachtet haben. Erstens mal waren es recht wenige Schiffe, denen man begegnet ist. Und die meisten davon, die hatten ja ausländische Flaggen, im Gegensatz zu unserem Götz. Aber ich möchte noch dazu sagen, früher mit den Schiffen, die haben ja viel weniger gebracht.
Also für dieses Schiff, sagen wir mal 2000 Tonnen, hätten wir 14 Negerschiffe gebraucht. Das muss man auch berücksichtigen, ne? Natürlich. Oh, der Winkelbar da drüben. Das sind die. Deine Quills da. Die wurde Feierabend zu. Ja, ja. Die haben ein paar Bier hinter sich. Ah, ja. In der Nähe der Schleuse Möglichkeit zum Einkaufen für Schiffsleute und für ein Schwätzchen. Burg Hornberg kommt in Sicht. Götz von Berlichingen war hier zu Hause. Unterhalb, im ehemaligen Schifferort Hasmersheim, fährt das letzte Schiff mit Kettenantrieb, die historische Fähre. Von den 7 Kapitänen der Kettenschlepper stammten 5 aus Hasmersheim. Die alten Treidelpfade sind jetzt Radwege. Schleuse Gutenberg mit Schloss Horneck. An Offenau vorbei fährt unser Schiff Richtung Bad Wimpfen. Wimpfen war früher eine Stauferpfalz. Ein riesiges unterirdisches Salzlager zieht sich von hier bis Heilbronn. Salz war neben Steinen und Holz die wichtigste Fracht der talwärts fahrenden Schiffe. Bergwärts waren es vor allem Kohle und Kaufmannsgüter, die an der Kette geschleppt wurden. Die Kette ließ sich auch so gebrauchen. In Heilbronn hat man im März 1877 mit ihrer Verlegung begonnen. Hier und nur hier war sie im Hafenbecken fest verankert. Im Übrigen lag sie lose im Flussbett und wurde nur durch die talwärts fahrenden Schiffe wieder in Position gebracht. Von hier aus ging auch die erste Fahrt eines Neckar-Kettenschleppers. Die Rechnung, dass die Schiffe an der Kette vor allem dem Handelshafen Heilbronn Aufschwung bringen, war aufgegangen. Ab 1938 wurde die Neckarstrecke Heilbronn-Stuttgart ausgebaut. Unterbrochen von den Kriegswirren war das Unternehmen 1968 abgeschlossen. Der Hafen Heilbronn liegt etwa in der Mitte der Schifffahrtsstraße. Mit 5 Millionen Tonnen Jahresleistung ist er der größte Umschlagplatz am Neckar. Hauptgüter sind Kies, Sand, Steine, Baustoffe, Salz und Steinkohle. Auch für dieses Kohlekraftwerk. Insgesamt etwa 4000 Schiffe pro Jahr löschen und laden ihre Waren. Es könnten viel mehr sein. Doch die gesamte deutsche Binnenschifffahrt erhält zu wenig Unterstützung. Und das, obwohl Schifffahrt so viel oder so wenig die Luft verschmutzt wie die Bahn, aber weniger Unfälle verursacht. Und der Lärm, die Boden- und Wasserbelastung, verglichen mit dem Lkw-Verkehr kaum mehr messbar ist. Als vor 120 Jahren die Neckarschifffahrt bedroht war, hatte man eine Idee, die Kettenschlepper. Damals ging es ums wirtschaftliche Überleben. Heute weiß man, dass noch andere ökologische Faktoren eine Rolle spielen müssen, wenn es um neue Ideen geht.